Sprache ist Macht. Sprache ist allgegenwärtig. Sie ist das Medium unserer zwischenmenschlichen, aber auch der öffentlichen Kommunikation. Damit einhergeht auch die Manipulation mit Sprache. Es ist also kaum möglich, bei der Benutzung der Sprache nicht für seine Interessen zu manipulieren. Erst dadurch, dass es gezielt auf öffentlicher Ebene stattfindet, wird aus Manipulation Propaganda. Das heißt, im Unterschied zu Manipulation, die in einem gewissen Rahmen in der zwischenmenschlichen Interaktion immer präsent ist, ist Propaganda laut Definition gezielt und bezogen auf die Masse der Gesellschaft. Ein Trick hierbei ist das sogenannte Framing. Framing abgeleitet von Frame für Rahmen. Also die Positionierung des thematischen Rahmens. Und was für ein Machtpotenzial hinter sprachlicher Manipulation durch das sogenannte Framing steckt, das können wir gerade dieser Tage sehr eindrucksvoll erleben, wenn jedes Mal von der sogenannten Impfpflicht die Rede ist. Impfzwang löst viel negativere Assoziationen aus, obgleich bei beidem vom selben die Rede ist. Es ist Reframing, also die Neupositionierung des thematischen Rahmens. Und unabhängig davon, dass ich Zwang hier tatsächlich treffender finde, Beschreibt es denselben Vorgang. Ob ein Glas halb voll oder halb leer ist, ist letztlich auch eine Framing-Frage, ganz in Abhängigkeit davon, welche Interessen man verfolgt. Framing, Reframing. Das ist auch der Grund, weshalb die ARD für einen gleichnamigen Manual 120.000 Euro vom GEZ-Zahler hingelegt hat. Sie wissen, was für eine elementare Bedeutung der Wortwahl innewohnt, und ich möchte das heute mit euch einfach mal anhand einiger Beispiele beleuchten auf die Gefahr hin. Das ist manchen von euch eventuell schon bekannt aber dennoch nicht in der gänzlichen Tragweite bewusst ist. Beim ARD Framing Manual ging es im Wesentlichen darum, wie man künftig die Rundfunkgebühr am annehmbarsten an das Volk verkaufen soll, also explizit um die Wortwahl, und ihr würdet staunen, was dahinter unserem Rücken und auf unserem Rücken geplant wird. Ich darf einfach mal den ersten Absatz vorlesen. Beginnen wir direkt mit dem Wichtigsten. Wenn sie ihre Mitbürger dazu bringen wollen, den Mehrwert der ARD zu begreifen und sich hinter die Idee eines gemeinsamen freien Rundfunks ARD zu stellen, auch und gerade in Zeiten, in denen Gegner der ARD deren Relevanz in Frage stellen und orchestrierte Kampagnen fahren, die die ARD in starken Bildern und Narrativen abwerten, dann muss Ihre Kommunikation immer in Form von moralischen Argumenten stattfinden. In Form von Argumenten also, die eine moralische Dringlichkeit kommunizieren und eine Antwort auf die Frage geben, Wieso ist die ARD gut, nicht schlecht, wie ihre Gegner es halten? Und wieso ist es wichtig und richtig, die ARD in ihrer Form zu erhalten, nicht überflüssig und falsch, wie ihre Gegner es propagieren? Das, liebe Damen und Herren, ist die Bilderbuchdefinition von Reframing und insofern das in die öffentliche Kommunikation münden soll, per Definition Propaganda. Die moralische Dringlichkeit wird später noch einmal Thema werden. Hat man einmal die moralischen Prämissen der eigenen Haltungen und Ziele, wie etwa den Erhalt eines gemeinsamen freien Rundfunks ARD durchdrungen, gilt es, diese im nächsten Schritt in Worte zu fassen und dauerhaft eine Sprache zu verwenden, die im Denken der Mitbürger kräftig wirkt und sie von der Notwendigkeit eines gemeinsamen freien Rundfunks ARD überzeugt. Zum einen bietet das vorliegende Manual dafür konkrete Hinweise in Form von Narrativen, Schlagwörtern und Slogans. Daran sieht man mal, dass hier nichts dem Zufall überlassen wird, jede Wortwahl ist genauestens abgewogen und kalkuliert, um den Rahmen für seine Interessen so günstig wie möglich zu setzen, und wie weit es geht, das zeigt doch folgender Absatz sehr deutlich. Diese Realisierungen bedienen sich solcher linguistischer Konstruktionen, die im Denken, das heißt im Gehirn, maximal wirkräftig sind. Dazu gehören etwa konzeptuelle Metaphern und Basic-Level-Begriffe, also Wörter, bei deren Verarbeitung das Gehirn insbesondere auf direkte Welterfahrung in Form neuronaler Simulationsprozesse zurückgreift. Und später heißt es hierzu, die Framing-Forschung zeigt eindeutig, dass Menschen sich in ihren Entscheidungen von Frames anleiten lassen, ohne dies zu merken. Das ist nicht etwa eine Anleitung für Werbegestalter, wie sie ihr freiwirtschaftliches Produkt verkaufen wollen, sondern die Wortwahlanleitung für das öffentlich-rechtliche ARD. Das heißt, deren Manipulation ist neurologisch berechnet, das ist nichts, was die aus dem Ärmel schütteln oder was nach dem Trial and Error-Verfahren entstanden ist, sondern es ist ein präziser und vor allen Dingen bewusster Eingriff in die Wahrnehmung des Rezipienten. Man versucht doch stets, die Hegemonie der eigenen Wortwahl, des eigenen Rahmens zu bewahren, und dazu gehört es auch unter keinen Umständen, die Sprache der Kritiker zu übernehmen. Nutzen Sie nie, aber auch wirklich nie, den Frame Ihrer Gegner, und nutzen Sie diejenigen Frames, die Ihre moralische Perspektive auf die Sachverhalte deutlich machen, immer und immer wieder. Von Interview zu Interview, von Debatte zu Debatte, von Schriftsatz zu Schriftsatz. Wenn wir also demnach in den öffentlich-rechtlichen Erzeugnissen immer und immer wieder dieselben Floskeln und Schlagwörter vernehmen, sei es zur Verteidigung der GZ oder sei es zur Auseinandersetzung mit Regierungskritikern, dann ist die Wortwahl kein Zufall. Es folgt dem Schema der ständigen Wiederholung und damit der Festigung des eigenen Frames in Bewusstsein der Bevölkerung. Im Wesentlichen versucht diese Ausarbeitung, den Fokus wegzulenken von der Tatsache, dass die öffentlich-rechtlichen Medien ein Produkt sind, für die jeder Wohnende letztlich in Deutschland gezwungen wird zu zahlen, hin zu einer Betrachtung des Allgemeinguts, zu dem wir alle eigenverantwortlich und vor allen Dingen eigenfürsorglich beitragen. Dabei sollen Verteidiger der ARD-Gebühr Worte wie Gebühr, Zahlung, Konsum, Kosten, Finanzierung, Investition, ja sogar Abgabe oder dass wir uns den öffentlich-rechtlichen Rundfunk leisten, möglichst vermeiden, weil diese Begriffe zu sehr wirtschaftlich konnotiert sind und die Last des Beitragszahlers in den Vordergrund stellen. Damit sei die Rundfunkgebühr zu sehr im ökonomischen Frame verhaftet. Der explizite Hinweis der Wortwahl leisten bezieht sich anscheinend auf einen Auftritt des ehemaligen Chefintendanten der ARD Kai Gnifke, welcher ein Jahr vor Erscheinen des Framing Manuals mal Folgendes gesagt hat. Das ist jetzt. Sie werden jetzt lachen. Ich weiß es. Aber lachen Sie von mir aus. Es ist wie eine Krankenversicherung. Da zahlen alle für einen, egal ob sie gesund oder krank sind. Und das ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk so. Den leistet sich dieses, diese Gesellschaft. Und verdammt nochmal, ich zahle diese 17,50 vielleicht auch nicht besonders gerne. Aber es ist mir die Sache. Aber es ist mir die Sache wert, weil ich weiß, da habe ich ein Medium. Die sind unabhängig, die sind unvoreingenommen und sie sind unparteiisch, so sehr und so gut sie es vermögen. Die ARD leistet und finanziert ihr Produkt nicht aus Abgaben der GEZ-Zahler. Sie verwaltet und verwendet lediglich unser gemeinsames Rundfunkkapital. So steht es explizit in der Ausarbeitung. Ist genial. Abschleppdienste sind auch nicht Abschleppdienste, sondern Umparkhilfen. Und wenn ein linksradikaler Antifaterrorist wieder mal die Fensterscheiben eines SPD-Büros einschmeißt, weil die SPD ihm nicht links genug ist, dann ist es steuerfreier Entlassungsservice. Medien aus der freien Wirtschaft sollen hingegen, wie laufend in dem Framing-Manual beschrieben, als Kommerzmedien oder wahlweise als medienkapitalistische Heuschrecken geframed, Beitragsverweigerer sollen die Eigenschaften wortbrüchig, illoyal unverantwortlich, demokratiefern und undemokratisch aufgedrückt werden. Rundfunk-Befreite soll man nicht als solche bezeichnen, weil Befreiung, Entlastung, Freispruch oder Ermäßigung klingt ja so, als ob die Rundfunkgebühr etwas Belastendes wäre. Hier die Alternative. Tatsächlich ist es schlichtweg so, dass es Mitbürger gibt, die ihrer Eigenverantwortung für einen gemeinsamen freien Rundfunk-ARD nicht nachkommen können, weil ihnen die Ressourcen dazu fehlen. Zum Schluss des Manuals gibt es noch praktische Hinweise und Tipps zur Anwendung des moralischen Framings. Dabei gilt es, die sogenannte Sandwich-Strategie anzuwenden. Erst eine längere Version des moralischen Anspruchs, dann etwa drei inhaltliche Argumente und zum Schluss wieder eine Wiederholung und Zusammenfassung des moralischen Anspruchs. Insgesamt sieht man daran meiner Meinung nach, wie kalkuliert und tiefgreifend die Manipulation stattfindet, Macht euch keine Illusionen darüber, dass in den Medien, welcher Couleur auch immer, die Wortwahl dem Zufall überlassen wird, das hier ist nur ein Beispiel, welches zufällig ans Tageslicht kam. Ich will euch für das Thema gerne noch mit einigen weiteren Beispielen sensibilisieren. Phobie. Homophobie, Transphobie, Islamophobie. Diese Begriffe enthalten einen Strohmann, also eine falsche Unterstellung, nämlich, dass die Opposition aus einer irrationalen Angst Phobie, heraus motiviert handelt. Genialer Trick. Anti. Jemand, der das Präfix anti in der Selbstbezeichnung drin hat, wendet einen sehr geschickten Kniff an. Er ist damit stets offensiv und Politik gewinnt man genauso wie jede Sportart nur in der Offensive. Der Antifaschist beispielsweise definiert erstens mit seinem Bekenntnis jeden Oppositionellen als Faschisten, das heißt du kannst ihn nicht kritisieren, ohne dich vermeintlich als Faschisten zu outen. Und zweitens sagt er nur, wogegen er ist, ohne weiter definieren zu müssen, wofür er eigentlich ist. Und das macht ihn ums Weitere schwerer angreifbar. Armut ist eine Definitionsfrage. Auch hier gibt es politische Interessen, wo genau man die Definitionsgrenze zieht und inwiefern sie relativ zum Einkommensdurchschnitt der Gesellschaft ist. Aufmarschieren werdet ihr nur hören, wenn Rechte für ihre Interessen demonstrieren. Linke hingegen, protestieren, sind im schlimmsten Fall Aktivisten, die kreativ auf Missstände aufmerksam machen. Das Wort Wende bezogen auf die friedliche Revolution 89. Wende klingt passiv als ob das eine Regieanweisung gewesen wäre. Revolution hingegen impliziert das aktive Mitwirken der betroffenen Menschen ein kleiner, aber feiner Unterschied. Piks oder Stich als Synonym für den Impfprozess, obwohl die Impfung noch nachweislich mehr ist als nur ein Piks mit der Stecknadel. Dass dabei etwas in den Körper injiziert wird, steckt in Piks oder Stich doch überhaupt gar nicht drin. Also eine einfache, schnelle und vor allen Dingen effektive Verharmlosung. Sprechen wir von Flüchtling oder sogar Geflüchteter, von Zuwanderer oder Einwanderer, auch das macht einen Unterschied. Zugewandert impliziert, dass er dazugehört. Ein Einwanderer wandert ein, so wie ein Eindringling eindringt. Oder sprechen wir von Asylbewerber oder sogar Asylant, was zwischenzeitlich der politischen Korrektheit geopfert wurde. Rechtes Gedankengut. Rechts, Gedanke und Gut sind allesamt positive, mindestens aber neutrale Begriffe, aber in der Kombination erwecken sie negative Assoziationen. Das sieht man auch daran, dass niemand seine Ideen als Gedankengut bezeichnen würde. Rechts im politischen Sinne ist dabei ein Begriff, bei dem man es in den letzten Jahren meiner Meinung nach geschafft hat, ihn zurückzuholen in den gesellschaftlich sagbaren Bereich. Strittig ist es mit dem Beispiel: Populist ist meistens eine Fremdbezeichnung. Kann man aber auch bekennend sein, wenn man sich beispielsweise als Fürsprecher des Volkes sieht? In beiden Fällen findet Reframing statt. Umgekehrtes Reframing sind die Worte Goldstück oder Fachkraft als Synonym für Asylbewerber, etwas, was selbst die engagiertesten Asylhelfer mittlerweile meiden, weil es von Kritikern erfolgreich entrissen wurde, um es zu persiflieren. Ihr seht, das Thema ist sehr vielschichtig und ragt weit in die Tiefe, wenn man sich dem mal annimmt ich kann nur einen ersten einblick geben um damit auch einen anstoß zur sensibilisierung zu setzen wer sich mit dem thema etwas näher befassen will für den habe ich heute zwei buchempfehlungen einmal von holger schmidt das framing der linken und einmal von manfred kleiner hartlage die sprache der brd beide bücher sind in der videobeschreibung verlinkt zudem gibt es zu dem thema auch einen laufenden online kurs unter dem titel sprache und macht auf der seite der gegenuni die Gegenuni ist ein recht intellektuelles Projekt zur Unterstützung von Studenten im patriotischen Aktivismus. Ihr könnt dort diverse Kurse belegen und euch Weiterbilden über Metapolitik und Philosophie aus rechter In dem Kurs Sprache und Macht wird auch das Buch von Kleine Hartlage besprochen, um nochmal weitere Akzente zu setzen für das Thema Sprache und Framing. Schreibt euch gerne ein, neben diesem Thema findet ihr noch weitere sehr interessante Lektüren und ihr unterstützt damit, wie gesagt, die Gegenkultur und alternative Bildungsprojekte. Vielen Dank an alle Begleiter und Unterstützer der Achse Ost-West. Das war wieder ein sehr aufregendes, spannendes und vor allen Dingen herausforderndes Jahr, das wir überstanden haben, und ich muss sagen, ich bin nach wie vor sehr dankbar dafür, diesen Job hier machen zu dürfen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit zwischen den Jahren und bleibt standhaft in dem, wofür ihr steht und wer ihr seid. Bleibt vor allen Dingen besonnen und gerne auch mir weiterhin erhalten und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Jahr 2022 wieder. Bis dahin euer Ferros. Freunde, für den Kampf gegen die freiheitsberaubende Netzpolitik unserer hochgelobten Bundesregierung ist es absolut elementar, dass ihr mir auf zensursicheren Plattformen wie Telegram und Getter folgt. Wenn ihr zudem unsere Stimme in der Öffentlichkeit und meinen Einsatz als politischen Dissidenten stärken wollt, dann könnt ihr das über die eingeblendeten Wege tun und werft doch gerne mal einen Blick auf die Achse Ost-West-Kanalartikel. Ich bedanke mich bei allen Supportern und Zuschauern, denkt daran, den Kanal zu abonnieren und die Klingel einzuschalten.